Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Sonntag, 5:30 schon fast, also abends. Und ich nehme jetzt erst die Hand in die Hand, die Kamera in die Hand. So wird der Schuh draus. Jo. Ja, ich habe euch heute überhaupt nicht mitgenommen, weil es einfach nichts gab, wobei ich euch hätte mitnehmen können. Ich habe heute einfach rein gar nichts gemacht. Nur sei nur. Okay, ein paar Kleinigkeiten schon, mal hier und da, aber nichts irgendwie Großes. Ich habe viel Zeit hier einfach auf dem Sofa verbracht und ja, ich wollte ja eigentlich heute was im Garten erledigen. Hat sich erledigt, weil es den ganzen Tag regnet. Ja, die Nacht war auch sehr interessant, aber ja, zuerst hatten wir aber gestern einen super, super, super schönen Nachmittag. Ganz spontan haben wir unsere Freundin und Dirks Co-Leiterin bei den Pfadfindern am Nachmittag zu uns eingeladen. Dirk war morgens in der Kirche und da haben sie sich unterhalten und ich habe vor ein paar Tagen auf WhatsApp mein Profilbild, also mein Status, mein Nicht-Bild, wohl Bild auch, Status geändert, wo ich da eben ein paar Bildchen von unserem Planschen im Pool und so reingestellt habe. Und Valentina und ihre Tochter haben das gesehen. Und Elisa gleich, oh, guck mal Mama, die haben so einen großen Pool und so. Und davon hat Valentina Dirk halt erzählt, als sie sich gestern unterhalten haben. Und der hat das mir dann mittags erzählt. Und da habe ich spontan die einfach gefragt, ob sie Lust haben, zum Planschen herzukommen. Die waren noch nicht bei uns. Und die haben tatsächlich spontan zugesagt. Und waren dann, also Valentina und die Kinder, waren dann am Nachmittag bei uns. Und wir haben eine super, super schöne Zeit gehabt. Wir haben Kuchen gegessen, Tee getrunken, viel gequatscht, im Pool geplanscht. Vor allem die Kinder haben im Pool geplanscht. Ich habe ein bisschen was aufgenommen und das zeige ich euch jetzt einfach mal. So ein paar Aufnahmen von gestern. Und dann mache ich jetzt mich an die Arbeit in der Küche und mache was zum Abendessen. Das wird dann das Video von heute sein. Mir auch tatsächlich nicht. Ja. Weil es halt so ist. Gestern war nun mal nichts. Es war ja Sabbat, da habe ich nichts gemacht. War unser Ruhetag und heute haben wir uns auch einfach nur ein bisschen ausgeruht. Die Nacht war ja, es hat irgendwann mal Richtung Mitternacht, hat man gesehen, dass ganz weit hinten erstmal so, schon so angefangen hat, sich was zusammenzubrauen. Das hat da geblitzt, also wirklich manchmal Dauerblitz gewesen. Und ich dachte nur, oh, da kommt was noch. Und das ist tatsächlich auch gekommen. Also es war so ein krasses Gewitter, aber so richtig krass. Irgendwann mal so zwischen 4 und 5 stand alles im Haus senkrecht im Bett, weil ja, Fenster waren bei den Kindern ein bisschen auf und so weiter. Und alle, man hat gesehen, so zack, 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 überall. Oh, nee, obwohl Easy hat alles verschlafen. Aber bei den Jungs, Raffi hat komplett sein Fenster aufgehabt. Und als es dann richtig schlimm wurde, mit so einem heftigen Wind und Regen, man hat wirklich nichts mehr gesehen. Es wurde ja schon langsam hell und du hast nichts gesehen draußen. Also das war so, so heftig. Es hat gedonnert und geblitzt ohne Unterbrechung. Es ist auch überall, steht Wasser im Carport, stand trotz dieser Erhöhung, die Dirk da gebaut hat, Wasser. Seine provisorische Geschichte da an der Ecke mit dem Abflussrohr, ne, vom Dach, ne, die Regenrinne und alles. Alles unterschwemmt, überall ist echt Katastrophe. Zum Glück nichts Schlimmes passiert. Ich dachte, meine Gewächshäuser, vor allem die kleineren, ne, die aus Plane, die fliegen weg. Nein, es steht alles. Ja, aber es war richtig krass. Also, selten sowas erlebt. Naja, passiert halt. Am Tag war nichts davon wirklich irgendwie auch nur ansatzweise abzusehen. Super schönes Wetter bis in den Abend. Valentina und die Kinder waren wirklich so 4 Stunden oder so bei uns. War total schön.
Und nachts dann sowas. Hat sich dann die ganze Hitze und alles gestaut wohl, die Feuchtigkeit, und dann kam es runter. Und heute regnet es den ganzen Tag. Deswegen hat keiner von uns irgendwas draußen gemacht, aber auch im Haus nicht wirklich viel. Isi räumt, glaube ich, ihr Zimmer heute auf. Und ansonsten faulenzen. Einfach nur faulenzen. Das war heute so mein Tag. Aber jetzt stelle ich euch erstmal die paar Momente von gestern rein und gehe in die Küche und suche schon mal alles zusammen, was ich gleich fürs Abendessen brauche. Und dann nehme ich euch mit. Ach so, guckt mal, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß nicht, ob ihr das, doch, ihr könnt das jetzt sehen. So, als ob mich da irgendwas gestochen hat, aber richtig viel. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12 Stiche. Ich weiß nicht, was das jetzt ist. Und das juckt wie blöd. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ganz, ganz krass. Also sind keine Mückenstiche. Ich weiß jetzt nicht, was das war. Gestern schon gemerkt, als wir mittags noch, bevor Besuch kam, mit Dirk im Pool waren. Aber das waren damals nur 5. Keine Ahnung. Hitzepickel, aber wieso nur an einer Stelle? Das kann gar nicht sein. An anderem Arm ist ja nichts, ne? Also hier ist gar nichts. Aber hier richtig, richtig heftig. Das ist so unangenehm. Das juckt die ganze Zeit. Ich glaube, ich mache da jetzt Finistil drauf. Wir haben Besuch. Guckt mal, was für einen Besuch wir haben. Na, Molly? Katzenfutter schmeckt, ne? Oder? Die fühlt sich hier gerade wie im Paradies. Hat schon das ganze Grundstück und die Nachbarschaft erkundet. Ne? Die Ratte. Sogar die Besitzerin nennt sie mal Ratte. Also ich darf das. Aber die Katzen, die verstehen sich mit ihr ganz gut, ignorieren sich weitestgehend. Ne, Molly? Nee, du, Viech. Ja, das Wetter ist wieder herrlich und der Pool ist gerade voll. Da ist Isi und drei andere Mädchen. Und hier unsere Freundin. Wir haben gerade zusammen Tee getrunken. Hier noch ein Tisch für die Kinder. Und ja, wir gehen gleich auch hier Erwachsenen in den Pool. Hat sich spontan ergeben, dass Walla mit ihren Kindern kommt. So, hier haben wir Tee gerade getrunken, Schlachtfeld. Und da spielen die Kinder mit dem Häuptling. Uno, ne, ist das, was die da spielen. Ja, die mussten aus dem Pool gerade rausgeprügelt werden, halbwegs, weil sie schon blaue Lippen hatten. Und wir Mamas gehen in den Pool, ne, Walla? Ja, und während die Mädels jetzt am Tisch mit Dirk Karten spielen und sich aufwärmen, sind wir Mamis ja, ins Wasser gegangen. Auch wenn wir nicht sehr lange drinne waren, weil meine Freundin sehr schnell erscheinend Frostbeulen kriegt und ich dachte, ich wäre schon diejenige, die sehr schnell friert oder so. Ja, sie fand das Wasser kalt, aber so eine Viertelstunde ungefähr sind wir trotzdem miteinander im Pool gewesen, sind geschwommen, haben ganz viel gequatscht und ja, einfach mal für uns die Zeit gehabt, weil ja, mir war das auch sehr wichtig, dass meine Freundin ein bisschen zur Ruhe kommt, einfach mal ein bisschen entspannen kann, abschalten kann und nicht sich um alles hier, ne, um so vieles kümmern muss. Sie hat drei Kinder und die sind noch deutlich jünger als meine, hat sehr, sehr viel zu tun und als Pfadi-Co-Leiterin auch noch sehr viel um die Ohren und ja. Ich habe auch gesagt, ihr kommt her und wir reden nicht über irgendwelche Arbeit, ob das jetzt nun ehrenamtliche Pfadfinderarbeit ist oder sonst was. Wir genießen einfach mal die Zeit zusammen, reden über, keine Ahnung, alles Mögliche, nur nicht über die Arbeit und Haushalt und sonst was und entspannen einfach. Und genau das haben wir gemacht. Es hat ihr sehr gut getan und ja, das war sehr schön und für mich auch ein richtig wichtiges Anliegen, das Tier auch mal ausspannen kann.
Und für die Kinder war das hier wirklich wie Paradies auf Erden. Sie haben sich ausgetobt, vor allem die Kleineren. Die waren da so glücklich, die wollten eigentlich gar nicht weg. Ja, das war es dann jetzt auch schon mit Planschen. Dirk hat vorhin die Liegen aufgebaut auf der Terrasse und wir beiden haben uns da auch einfach nur hingepackt und die Zeit genossen. Valentina in der Sonne, ich im Schatten. Hat genau richtig gepasst. Und die Kinder sind dann irgendwann mal auch wieder in den Pool reingegangen und haben mich dann gebeten, wirklich so, bitte, bitte machst du von uns auch ein paar Aufnahmen. Und da die Eltern nichts dagegen hatten, habe ich das natürlich auch gerne gemacht für die beiden Wasserratender und zeige euch einfach mal, wie sie da jetzt planschen. Die Mädels. Und jetzt spring ich ein Sprung. Ein Sprung. Dann mach das mal. Und zack. Wow, jetzt werde ich sogar nass. Das war ja was. Und jetzt ich. Jetzt du. Super! Habt ihr gut gemacht! Noch einen! Die große Pappe! Das so groß war sie nicht. Ich habe kein Wasser abbekommen. Was? Ich habe kein Wasser abbekommen, also war das keine so große Bombe. Ja. Lisa, komm gleich. Jetzt, Elisa, mach mal. Naja, lassen wir mal gelten. Wasserschlacht gemacht. Dirk und der Lisa. Ach, Emma ist eine Wasserrate, ey. Und da haben wir Wassermelone geholt. Guckt euch den an. Der liegt die ganze Zeit und chillt sein Leben. Und der Mock hat vorhin Morle verdroschen oder versucht. Ja, da musst du ihm helfen. Wieder reinwerfen. Wieder reinwerfen, oder was? Ja. Hier ist heute pures Leben. Ja, und jetzt sind wir auch schon im Heute und ich bin gerade dabei, alles fürs Abendessen vorzubereiten und dafür habe ich jetzt ein bisschen Gemüse noch geschält und reibe bzw. schneide mit dem Nicer Dicer alles in gewünschte Größe. Nebenbei schmelze ich ein Stückchen Butter in der Mikrowelle und was ich genau jetzt vorhabe zu machen und wie vor allem ich das mache,
Das zeige ich euch einfach mal etwas näher dran. So ihr Lieben, ich habe jetzt hier ein bisschen was vorbereitet. Ich mache jetzt Abendessen und zwar herzhafte Waffeln. Ich habe hier mein Waffeleisen schon stehen und ich habe hier so ein bisschen was an Gemüse geschält und geschnitten bzw. gerieben. Also das werden jetzt herzhafte Waffeln sein, die man dann mit Schmand oder Sourcreme oder sowas super essen kann. Also die sind sehr, sehr lecker und wir legen jetzt einfach mal los. Ich zeige euch, was ich mir so heute überlegt habe. Ist es wieder kein Rezept, das ich mir irgendwo ausgesucht hätte oder sowas, sondern ich bastle das wieder schon alles wie so oft Freischnauze zusammen. So, und wir legen jetzt einfach mal los. Ich nehme 3 Eier. Dann habe ich hier Kefir, eine große Flasche, aber ich nehme natürlich nicht alles davon jetzt rein. Ich denke, die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte ist das jetzt, reicht. Dann natürlich Salz, sind ja herzhafte Waffeln. Und Pfeffer. Und das Ganze wird jetzt einfach mal verrührt. Und dann habe ich hier Butter. Ich denke mal so 110 oder so Gramm. Die habe ich schmelzen lassen und rühre auch noch mit rein. Einfach eine glatte Masse machen. Dann nehme ich Haferflocken, ein paar Esslöffel. Drei, vier, fünf. Ich denke, das reicht an Haferflocken. Oder doch ein bisschen mehr. Ich glaube, ein bisschen mehr schadet nicht. 5 waren das, jetzt machen wir noch 6, 7, 8. So. 8 Esslöffel Haferflocken. Ja, das sieht jetzt schon besser aus. Und jetzt Mehl und Backpulver. Es ist Freischnauze, deswegen ich habe keine Ahnung, wie viel ich jetzt genau nehmen werde. Ihr müsst dann selber gucken, wie die Konsistenz vom Teig halt ist. Erstmal nicht zu viel, man kann lieber dann noch was dazu geben, wenn der Teig zu flüssig ist. Minimal Backpulver, das war jetzt wirklich, keine Ahnung, nicht mal ein Viertel von dem Tütchen. Und einrühren. Ich nehme jetzt noch ein bisschen Dill, und zwar diesmal einfach mal so getrockneten.
Natürlich kann man sehr gut auch frische Kräuter mit reinnehmen, die man so haben möchte. Ich schmeiße schon mal meine Waffeleisen an. Und gebe das Gemüse rein. Und hier Wurst. Ich habe so eine. Das ist Putenschinkenwurst aus dem russischen Laden. Ein bisschen. Egal ob Fleischwurst oder irgendwas anderes. Salami, was man so haben möchte. Und dann habe ich Folgendes hier. Möhren. Ganz fein gerieben, eine halbe Zucchini, etwas gröber gerieben, eine Paprika, klein geschnitten, Zwiebel, sehr, sehr klein mit dem Spicy geschreddert, und Knoblauch. Eine ganze Solo-Knoblauch, auch fein gerieben. Und das wird jetzt auch gut eingerührt. Ich hoffe, es wird jetzt was mit dem Waffeleisen. Wenn nicht, brate ich die Dinger einfach in der Pfanne. Man kann auch sehr gut geriebenen Käse noch mit reingeben, aber ich denke, ich lasse das heute sein. Einfach gut alles einrühren, damit das Gemüse und alles gut verteilt ist. Probieren, ob genug Salz drin ist. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen mehr Salz mit reingeben. Und dann fertig. Sehr schnell vorbereitet alles. Und jetzt werden die Waffeln gebacken. Das Waffeleisen ist auch schon tatsächlich heiß. Ich habe hier so ein Ölsprüher. Gebe jetzt einfach mal jedes Mal ein bisschen Öl auf die Flächen hier. Und dann geht es auch schon los. Und backen. So, und jetzt, während das Ganze hier einmal vor sich hin brutzelt, gehe ich natürlich nicht weg. Ich räume einfach mal die Küche auf. Ich räume den Geschirrspüler aus. Und ein und hier auf dem Tisch noch ein bisschen was weg und so weiter, damit ich die Waffeln auch gut im Auge behalten kann. Ja, wie gesagt, während die Waffeln backen, nutze ich die Zeit und räume die Küche auf. Der Geschirrspüler ist vorhin fertig geworden, nachdem wir ein bisschen Tee getrunken haben. Also muss ich jetzt ihn ausräumen, um Platz für neues dreckiges Geschirr zu schaffen. Und räume auch weiter die Küche auf, räume hier und da alles an den richtigen Platz, bringe dann auch gleich den Müll raus und backe weiter die Waffeln fertig. Und dann decke ich auch noch den Tisch, hole die Sachen, die wir gleich brauchen, wie Sourcreme und Getränke und Ketchup. Tatsächlich schmeckt auch Ketchup zu diesen Waffeln sehr gut. Nebenbei trinke ich ein bisschen was von dem leckeren, gesunden Kefir. Ja, bloß nicht zu weit aus der Küche entfernen, obwohl die Waffeln, die brauchen tatsächlich ein bisschen länger als die süße Variante davon, weil eben das Gemüse drin ist. Ne? Pro Ladung ein bisschen länger als die süßen.
So, ihr Lieben, fertig ist das Abendessen. Tada! Das sind jetzt die herzhaften Waffeln mit Gemüse und ein bisschen Wurst. Und die sind super, super lecker geworden. Ich kann euch hier so ein bisschen, habe ich gerade ein Stückchen abgerissen, zeigen. Aua, das ist die letzte gerade gewesen. Die ist noch sehr, sehr heiß. Ja, ich werde jetzt die Bande zusammenrufen und wir werden essen. Und danach sehen wir uns noch kurz im Arbeitszimmer wieder. So, ihr Lieben, jetzt haben wir auch schon 7:30. Wir haben gerade gegessen. Die Kinder waren erstmal skeptisch. Rafi vor allem, der hat so, was sehe ich mir gerade an, ne? Ja, Waffeln. Die riechen aber nicht wie normale Waffeln. Das sind auch keine normalen Waffeln. Aber die waren wirklich sehr, sehr lecker geworden. Man hätte auch noch ein bisschen Käse noch mit reinpacken können. Habe ich jetzt heute gelassen. Beim nächsten Mal mache ich vielleicht noch Käse mit dazu. Auf jeden Fall waren die Waffeln sehr lecker. Mal was anderes, mal was Herzhaftes. Hat mir und Dirk super, super gefallen. Christian und Rafi und Isabel waren, ja, doch, lecker. Und Rafis Kommentar, gut essbar. Ja, wenn es nach ihm geht, hätte ich am besten normale Waffeln machen sollen mit ordentlich Zucker und so, wo man dann sich Nutella oder so, ne, drauf schmieren kann. Aber heute wollte ich mal was Herzhaftes haben. Ist eine sehr gute Alternative und mit ein bisschen gesunden Zeugs drin. Ja, kann ich nur empfehlen, nachzumachen, wer sowas mag. Genau, und das war es dann auch von mir für heute schon. Gestern, bevor Valentina und die Kinder weggefahren sind, hat sie mich noch einmal gründlich durchgewalzt. Sie ist Physiotherapeutin. Hat mich richtig gut durchgeknetet, durchmassiert. Hat sie selber angeboten, bevor sie weggefahren sind. Und meinte noch, während sie mich massiert hat, du wirst morgen an mich denken. Ich sag, Schatz, ich denke immer an dich, immer wieder. Ne? Also ich mache mir sehr oft um dich Gedanken und so. Ne? Wir schreiben ja uns auch häufig und alles. Die meinte, ja, aber morgen wirst du an mich anders denken. Habe ich auch gemacht heute, den ganzen Tag. Also einiges tut weh, doch, wo sie dann ein bisschen so richtig in die Tiefe gegangen ist. Sie macht das auch wirklich super. Hat mir gut getan. Aber heute ist natürlich das, ja, so wie Muskelkater fühlt sich das an. Oder wie blaue Flecken so ein bisschen auf dem Rücken. Genau. Aber das hilft auf jeden Fall. Deswegen habe ich heute auch nicht wirklich viel gemacht. Ich habe mich viel ausgeruht, weil auch wenn es gestern super schön war mit ihr und den Kindern und wir hatten die Zeit volle Kanne genossen, ist das trotzdem was anderes, als jetzt nur alleine zu Hause hier oder, ne, im Garten rumzuliegen, zu entspannen. Natürlich will man, dass es den Gästen gut geht. Man bedient, man holt dies und das und, ne, alles. Ja, deswegen habe ich mir heute einfach wieder so einen etwas ruhigeren Tag gegönnt. Dirk auch. Der hat nicht viel gemacht auch. Also der hat draußen nichts groß machen können, weil es bis vor kurzem noch geregnet hat. Jetzt scheint die Sonne, jetzt ist kaum eine Wolke am Himmel zu sehen. Aber im Garten ist doch einiges. Also die Lilien, die wunderschönen, riesengroßen Lilien, ein paar sind umgekippt von dem Wind und zu viel Wasser und so. Die ganzen Blumentöpfe sind voll Wasser gelaufen. Da hinten auf dem Rasen steht Wasser wieder, was weiß ich, knöcheltief und so. In den Carport ist auch Wasser reingelaufen. Die Autos hatten schon nasse Füße gekriegt. Aber durch diesen Vorsprung, den Dirk da gemacht hat, ist wenigstens der grobe Dreck draußen geblieben. Ja, das war schon ein richtig heftiges Gewitter hier gewesen. Ja, passiert halt, ne? Ja, ihr Lieben, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es heute nicht ganz so besonders irgendwas, ja, gab's. Tut mir auch sehr leid, kann ich aber nicht ändern. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann wie immer Daumen hoch. Abonniere nicht vergessen, wer mag.
Ich wünsche euch allen eine super, super schöne neue Woche. Bleibt gesund und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.